Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, ich begrüße Sie und euch ganz herzlich heute Abend in der Michael Blumenthal Akademie des Jüdischen Museums Berlin. Mein Name ist Alina Gromova und ich werde den Abend heute moderieren. Wir diskutieren heute über das neue Judentum, Allianzen in der postmigrantischen Gesellschaft. Unser Abend findet in Kooperation mit den radikalen jüdischen Kulturtagen vom Maxim Gorki Theater Berlin statt. Wir haben für Sie heute VertreterInnen der jungen Generation jüdischer Aktivistinnen und KünstlerInnen eingeladen, die heute in Deutschland leben und Konzepte ihres Jüdischseins neu definieren und neu verhandeln. Mit Ihnen zusammen wollen wir heute Abend über neue Möglichkeiten der Allianzen mit anderen Minderheiten sprechen, die sich in der postmigrantischen Gesellschaft öffnen. Wir wollen uns über politische, zivilgesellschaftliche und ästhetische Bedürfnisse austauschen, die aus der Perspektive der jungen jüdischen Generation denkbar, möglich oder auch schon real sind. Eine Anmerkung für Sie. Wir haben heute zwei Veranstaltungen hier im Haus. Und auf der anderen Straßenseite ist das Hauptgebäude des Museums. Und dort wird heute Abend eine Lichtausstellung eröffnet. Resonant, eine Ausstellung, eine Licht- und Klanginstallation von Mischa Kubal. Eine sehr beeindruckende Lichtinstallation, die durch 2 von 5 Voids geht, die das ganze Haus von oben bis unten durchschneiden. Also Sie haben heute Abend nach dieser Veranstaltung tatsächlich die Möglichkeit, das ganze Haus in einem neuen Licht zu sehen. Und einige werden eventuell schon früher gehen von den Gästen, deswegen seien Sie einfach nicht irritiert. Das ist nicht, weil Diskussion hier vorne langweilig ist, das glaube ich nicht, sondern weil es einfach, weil wir ein sehr großes Programm hier im Haus haben. Und diese kleine Intro. Und jetzt als nächstes möchte ich gerne Max Czolek, unseren Kooperationspartner, auf die Bühne bitten, der Sie ebenfalls gleich kurz begrüßen wird. Max ist einer der Kuratoren der radikalen jüdischen Kulturtage, die in diesem Jahr am Maxim Gorki Theater stattfanden. Bitte schön, Max. Dankeschön, Alina. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Jasmin Schomann, liebe Zilli Kugelmann, liebe Kuratorinnen des Jüdischen Museums Berlin, von denen weiß ich es, liebe Freundinnen und Freunde, die heute hierher gefunden haben, liebe Gäste. Es ist mir eine große Ehre, dass wir das heute hier machen können. Wir haben das ja radikale jüdische Kulturtage genannt, eine der beliebtesten Fragen der Interviewerinnen und Interviewer, die mit uns geredet haben. Es waren einige, haben uns immer wieder gefragt, was bedeutet eigentlich radikal? Ein bisschen so eine Unruhe im Raum, was könnte radikal bedeuten? Radikal kommt von Radex, der Wurzel. Und die Befragung von jüdischer Identität, die uns vor allem vorschwebt, im Verhältnis zu einer deutschen Dominanzkultur, zu einem deutschen Fragenkatalog an Jüdinnen und Juden in Deutschland heute. Diese Befragung ist auch eine Befragung der Wurzeln. Deswegen ist radikal durchaus nicht nur das, was man mit dem Gestus des Radikalen meint, das durchaus auch, sondern auch eine sehr ernst gemeinte Richtung, in die unsere Fragestellung geht. Wir haben vor 1,5 Jahren, Sascha und ich, angefangen mit dem Desintegrationskongress. Mittlerweile hat der Begriff der Desintegration eine kleine Karriere gemacht. Er ist jetzt der Titel des derzeit stattfindenden Herbstsalons am Maxim Gorki Theater. Und beim Desintegrationskongress haben wir die ganze Veranstaltung über 3 Podien strukturiert. Das haben wir dieses Mal anders gemacht. Diesmal haben wir im Theater eigentlich nur Kunst gemacht. Wir haben 1 Podium stattfinden lassen, aber das war geskriptet. Die Idee hinter dem Skripten war, dass wir vielleicht alle mehr oder weniger, wenn wir als Minderheiten auf einer Bühne sitzen, einem gewissen vorgegebenen Skript folgen. Es gibt bestimmte Fragen und es gibt bestimmte eingespielte Antworten. In Bezug auf eine jüdische Position ist das vielleicht das Dreieck Antisemitismus, Shoah und Israel. Wenn wir über eine dieser 3 Dinge reden, dann sind wir Juden. Das ist ein Problem, weil die Frage, die sich natürlich auch aufdrängt, ist, sind wir irgendetwas anderes? Und genau dieser Frage wollten wir nachgehen, indem wir Kunst gemacht haben. Und deswegen ist es kein Zufall, dass heute die 4 PodiumsteilnehmerInnen, die Ihnen gleich vorgestellt werden von Alina, alle entweder etwas mit Kunst zu tun haben oder mit Aktivismus.
Das hat einerseits damit zu tun, dass der Kunstraum heute vielleicht der Raum ist, in dem politische Fragen und politische konkrete Utopien am intensivsten verhandelt werden, da ganz besonders am Maxim-Gorki-Theater mit dem postmigrantischen Konzept. Die radikalen jüdischen Kulturtage wären vermutlich nirgendwo anders so denkbar gewesen wie jetzt gerade. Deswegen auch willkommen an Jens Helje, einen der Intendanten des Maxim-Gorki-Theaters heute. Und jetzt sind wir aber im Jüdischen Museum. Und das finde ich ganz interessant, weil sozusagen Judentum wahrscheinlich lange Zeit vor allem im Museum nach dem Zweiten Weltkrieg stattgefunden hat und jetzt aus dem Theater zurückkehrt ins Jüdische Museum, so in die Blumenthal-Akademie. Das finde ich eigentlich fast eine Ironie, die mir besonders gut gefällt, weil ich glaube, dass gerade die jüdischen Museen, und ich konnte das gerade in einem Gespräch mit Miriam Wenzel vor ein paar Monaten in Frankfurt nochmal klarer nachvollziehen, für sich auch als Auftrag verstehen, auch sowas wie lebendiges jüdisches Leben zurückzuholen in die Museen, zurückzuholen in ihre Diskursprogramme und ihre künstlerischen Arbeiten. Ich glaube, dass dieses Podium heute ein schönes Beispiel davon ist. Ich bin sehr gespannt darauf und habe am Ende nur noch die Freude, Ihnen zu sagen, dass es eine letzte Veranstaltung der Ausweitung der Desintegrationszone geben wird am Samstag, am Ende von Schabbat. Damit enden die radikalen jüdischen Kulturtage vollständig. Und das wird die Poetik Hafla sein, die von Matti Shmuelov, den Sie gleich sehen werden, und Barak Moyal kuratiert worden sind. Eine Lesung eigentlich mit 10 Autorinnen und Autoren und einem DJ, sodass wir das Ganze beenden, wie wir es angefangen haben, nämlich mit einer großen Party. Und vielleicht sollte man so auch über Identität heute nachdenken, jüdische Identität heute nachdenken, als nicht nur etwas, über das man mit einer gewissen Schwermut nachdenkt, sondern auch etwas, was man feiert. Danke, dass Sie hier sind. Ich freue mich auf die Diskussion. Ich würde gerne, bevor wir anfangen mit der Diskussion, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vorstellen. Ich beginne mit dir, Sascha. Sascha Mayana Salzmann. Max hat schon angesprochen, dass du mit ihm zusammen die radikalen jüdischen Kulturtage mitkuratiert hast in diesem Jahr am Gorki-Theater. Du bist Dramatikerin, Autorin und Kuratorin. Du bist im sowjetischen Russland geboren und 1995 als jüdischer Kontingentflüchtling. Gibt es da eigentlich weibliche Form? Das Wort gibt es für mich gar nicht. Du bist 1995 nach Deutschland eingewandert. Du hast Literatur, Theater und Medien an der Universität Hildesheim studiert und szenisches Schreiben an der Universität der Künste in Berlin. Du hast schon während des Studiums viel publiziert und hast das Gesellschaftsmagazin Freitext mitbegründet und warst zwölf Jahre lang seine Redakteurin. Oh, es gibt noch eine ganz lange Liste. Du warst auf jeden Fall zwischen 2013 und 2015 künstlerische Leiterin des Studio Ja am Berliner Maxim Gorki Theaters und heute bist du als Kuratorin dort ebenfalls tätig. Du hast unzählige Auszeichnungen erhalten, dein erstes Theaterstück Weißbrotmusik, in dem es um Freundschaft zwischen einem jüdischen, einem muslimischen und einem christlichen Jugendlichen geht, gewann den Wiener Wortstättenpreis 2009. Und Icarus-Preis 2012 als bestes Jugendstück. Und 2012 erhieltst du für das Stück Muttermale Fenster Blau den 17. Kleist-Förderpreis für junge Dramatikerinnen. Und dein Abschlussstück an der Universität der Künste Muttersprache Mama Loschen wurde 2013 als bestes Stück des Jahres mit dem Mülheimer Publikumspreis 2013 geehrt. So, und last but not least, seit diesem Jahr bist du auch Romanautorin. Dein Roman Außer sich hat es auf die Shortlist des Deutschen Buchpreises geschafft dieses Jahr. Und dafür herzlichen Glückwunsch. Liegt übrigens auch hier vorne auf dem Büchertisch. Können Sie nachher anschauen und auch käuflich erwerben. Und diesen Roman hast du während deines Aufenthalts in Istanbul als Stipendiatin der Kulturakademie Tarabya begonnen. Und von der Jury wurde das Buch als Zitat, gewagte wie gelungene Gratwanderung zwischen kulturellen und geschlechtlichen Identitäten bezeichnet. Passend zum Thema unseres heutigen Abends. Okay. Ich mache weiter mit dir, Benny. Benjamin Fischer ist heute aus Brüssel zu uns gekommen.
Du arbeitest im Moment als Public Affairs Officer im Europäischen Jüdischen Kongress und berätst mehrere jüdische NGOs als unabhängiger Berater. Du hast Politikwissenschaften studiert und Rechtswissenschaften, Politikwissenschaften an der Uni Hamburg, da kommst du auch her, ursprünglich, richtig? Währenddessen, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, eure Biografien sind wirklich sehr, sehr lang und sehr kreativ. Währenddessen und danach hast du in jüdischen und nicht-jüdischen Jugendzentren und Jugendbewegungen gearbeitet, über 9 Jahre lang. Und darüber hinaus hast du 2014 damit begonnen, als Trainer die Ausbildung von jüdischen Jugendleitern auf europäischer Ebene zu gestalten. Du warst Stipendiat des Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerks, aber nicht Stipendiat, sondern ein Jahr lang auch Gesamtsprecher des Studienwerks. Was besonders interessant für uns heute ist, du warst bis vor ganz kurzem Präsident der European Union of Jewish Students mit Sitz in Brüssel tätig und du wurdest für 2 Jahre gewählt. Diese Organisation bezeichnet sich als eine pluralistische, inklusive und unparteiische Dachorganisation der jüdischen Studienwerke in ganz Europa. Und du hast im Rahmen von deiner Arbeit als Präsident ein Projekt initiiert, das ich sehr spannend finde, A Europe of Diasporas, ein Projekt, das verschiedene europäische Minderheiten-Communities zusammenbringt, darunter Juden, Muslime, Roma und Armenier und auch einige mehr. Okay. So. Leider, Sami, du bist Wissenschaftlerin und Künstlerin und du arbeitest mit Sprache, Musik, Performance und Video. Du bist in Paris geboren und deine Ausbildung als Künstlerin hast du unter anderem mit der New York Foundation for the Arts abgeschlossen. Deine Arbeit wurde durch dein komplexes jüdisch-russisch-deutsches und afro-karibisch-indisches Erbe inspiriert. Du hast in diesem Jahr deine Dissertation beendet am Zentrum für transdisziplinäre Gender Studies an der Humboldt-Universität zu Berlin. Und darin beschäftigst du dich mit der Rolle der tanzenden Körper in der transnationalen Produktion des kulturellen Gedächtnisses. Du hast mehrere Auslandsaufenthalte unter anderem gehabt, unter anderem an der Columbia University und an der University of California, San Diego. Und dein Seminar Performing Memory, Race, Gender and Diaspora in Cultural Discourses and Practices wurde letztes Jahr als das beste geisteswissenschaftliche Seminar Deutschlands ausgezeichnet. Das finde ich beeindruckend. Herzlichen Glückwunsch. Du hast sehr viele Stipendien und Preise erhalten, Stipendien unter anderem auch von Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerk, dem jüdischen Studienwerk, Rosa-Luxemburg-Stiftung, Gerda Weiler Feminist Foundation, Foundation pour la Mémoire de la Shoah. Und außerdem hat in Jakarta auf European Documentary International Award, dein Film Durch Gärten tanzen hat einen Preis bekommen in Jakarta, European Documentary International Award of Recognition. Diesen Film hast du zusammen mit Oksana Chi gedreht und dieser Film kommt auch in die Kinos. Die Premiere ist, wie ich heute erfahren habe, am 3. Dezember. Genau, es gibt hier auf dem Tisch auch DVDs, die man käuflich erwerben kann. Okay, and last but not least, Marty Shmoilov. Marty, du bist Dramatiker auch, aber du bist vor allem Lyriker, du bist Herausgeber und Journalist und Aktivist. Du bist in Israel geboren und lebst seit 2013 in Deutschland. Du hast in Tel Aviv und Haifa Theater und Geschichte studiert, hast als Dozent für israelische Kultur gearbeitet in Tel Aviv und du warst zudem Leiter für Online-Communication bei Rabbis for Human Rights Israel. Du hast inzwischen 6 Lyrikbänder herausgegeben und ein Kurzgeschichtenband. Liegt auch hier auf dem Tisch, die Bücher sind vor allem auf Hebräisch, sind auch zu kaufen. Du hast unzählige internationale Auftritte und auch Preise gewonnen,
Du bezeichnest dich selbst als ein misrachisch-israelischer Künstler. Und deine Eltern und Großeltern stammen, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aus Iran, Irak und Syrien. So your grandparents are from Iraq, Iraq and Syria. Okay. Und du hast in Israel die Guerilla Tabot, Guerilla Culture Movement gegründet, eine kreative politische Bewegung, die Kunst und politische und sozialen Kämpfe miteinander vereint. In Berlin hast du Poetic Hafla mit initiiert, die Max auch schon erwähnt hat. Hafla heißt Party auf Arabisch und das ist eine Mischung aus Party und Performance, wo verschiedene Sprachen gelesen und gedichtet werden. Different languages are read and spoken in. Okay, so I will talk English to Marty. Marty will answer English back. If someone need a translation, so ask your neighbor. And question afterwards. You're welcome to ask question in English or in German. Okay. Okay, das soll ich nochmal auf Deutsch sagen. Hat mich jemand nicht verstanden? Ich würde mit Marty auf Englisch reden. Und wenn Sie Übersetzung brauchen für diesen Part, dann fragen Sie am liebsten die Person rechts oder links oder hinter oder vorn vor Ihnen. Okay? Und die meiste Diskussion wird auf Deutsch stattfinden und einzelne Teile werden auf Englisch sein. Ich hoffe, das ist in Ordnung so für Sie. Okay. Ich würde meine erste Frage an dich, Sascha, richten. Max hat mir schon sehr viel vorweggenommen, was das Radikal an den radikalen Kulturtagen ist. Aber trotzdem, wir befinden uns ja heute in diesem Saal in der Ausweitung der Desintegrationszone, so wie ich das richtig begreife. Und die radikalen Kulturtage, radikale jüdische Kulturtage, wollen die deutsche Gegenwart durcheinanderbringen und neu ordnen. Denkst du, dass unser heutiges Thema Allianzen auch etwas Radikales ist? War es für die jüdische Community nicht schon immer eigentlich wichtig, Allianzen zu knüpfen? Und warum ist das heute radikal? Also ich glaube, radikal heißt nicht neu. Und wir behaupten auch nicht, Max und ich behaupten nicht, dass wir etwas Neues erfunden haben oder jetzt absolut aus dem Nichts kommen mit unserer Haltung. Wir bauen auf Gedanken von radikalen Künstlerinnen, Denkerinnen, Wissenschaftlerinnen von über 1000 Jahre. Und das begreifen wir als unsere geistige Familie. Das zeigt auch unsere Ahnengalerie. Wenn Sie ins Studio Ja des Maxim Gorki Theaters kommen, sehen Sie dieses Kunstwerk, was genau das versucht klarzumachen. Wir befassen uns mit auch dieser Zeitlosigkeit der radikalen Allianzen, der Entgrenzung der Allianzen, der Entgrenzung dieser Schubladen, in denen wir automatisch stecken, wenn wir in einem jüdischen Museum sitzen oder in einem postmigrantischen Theater. Es ist ja nicht so, dass wir Labels negieren können, aber wir können uns so viele draufkleben, dass die Leute verwirrt sind und es ist immer eine produktive Verwirrung. Ich glaube, dass das Thema Allianzen selbstverständlich im Raum steht, sobald man zu einer sogenannten Minderheit dazugehört. Jedenfalls sollte sie das. Das ist für mich etwas Selbstverständliches. Das Radikale wäre für mich in dem Fall, wie weit wollen wir das denken? Und ich glaube, dass das, was wir versuchen, immer so eine alternative Familienweiterschreibung ist, eine Fortschreibung, die sagt, ich lasse mich nicht ausspielen gegen eine andere Minderheit. Und ich glaube, das geht aber nur durch die Befragung der eigenen Position. Also was bedeutet Jude sein heute? Max hat es schon, glaube ich, sehr klar erklärt, was wir mit der Desintegration meinen. Es ist ein Entkommen dieses wirklich perfiden Dreiecks von Israel, Shoah und Antisemitismus-Erfahrung in Deutschland, das dich stigmatisiert als das Opfer Jude. Für mich ist ja das Narrativ ganz anders gesponnen. Als sowjetische Jüdin bin ich ja die KZ-Befreierin, die den Krieg gewonnen hat. Man kommt, glaube ich, mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein in ein Land, wo man sofort ganz traurig angeguckt wird und im schlimmsten Fall wird sich auch noch entschuldigt. Sogenannte positive antisemitische Komplimente, die man dann bekommt. Und das alles erstickt sehr schnell. Rauszufinden, was das für den einen bedeutet. Und das ist, glaube ich, und deswegen ist dieses Podium so schön, weil wir zeigen, wie sehr der Jude nicht existiert.
herauszufinden, was es für sich selbst bedeutet, ist die Prämisse einer Desintegration. Und mit Desintegration meinen wir, gib das ab, was die anderen dir gesagt haben, was du bist. Und automatisch der nächste Schritt ist, greif nach neuen Händen. Also ich glaube nicht, dass man in einem Raum einfach schweben kann und sagen kann, ich habe mit nichts irgendwas zu tun, nicht mit meiner Herkunft, nicht mit meiner biologischen Familie, nicht mit meiner Religion, die mich sozialisiert hat. Aber ich glaube, man kann da raustreten und nach neuen Bezugspunkten suchen. Und das ist das, was wir versuchen. Du hast das jüdische Selbstverständnis erwähnt. Matti, I would like to ask you, you are a poet and you are a very political person. And you speak about yourself as a Mizrahi Jew. So in difference to the most Israelis who come to Germany who have European origin, your parents, grandparents come from Middle Eastern, mostly Muslim countries, right? And so this party, poetry party, Poetic Hafla, which you organize in Berlin, you talk about this as about empowerment of Mizrahim in the mirror of Mizrahim in Berlin. So how will you describe this experience of Mizrahi Jews in Berlin? And do you think that we have to talk about their inner Jewish alliances within the Jewish community before we start talking about alliances between Jews and other minorities? Well, it's open. First of all, the Poetic Hafla is not is it was founded by Mizrahis, and then it's part of our culture. But it's I think it's a really Berlin story. It's a really multi-culti stage where you read in your own languages and you don't translate it. And it's Jews and Arabs and immigrants and German. And the German is a minority, I think, the German language in that event. And so it's kind of, it's like walking in Berlin. For me, as a Mizrahi, it's a possibility to experience a party and a reading of, to experience foreigners, but I usually read in Hebrew, and sometimes with Arabic together. And yes, it's important to stage your identity in front of the European Jews and tell them that you are part of the Arab Jews. It's very important to tell what you've been through in Israel as a Jewish with an Arabic culture. And the discrimination, it's also important when I'm coming to Europe, and Europe only knows the story of the European Jews because it's an hegemonic story, and then they know there's a story about Jews who are not the victims, and they're not only subjects. They can talk and they can experience and have a value. It's a whole mission. It's not only empowerment for my people, but also I think it's a solidarity and alliance inside of Berlin and as a European culture also. Okay, so the Mizrahi Jews who come to Berlin experience actually the same structure which they used to in Israel. No, I think in Berlin it's different because in Berlin, in Israel it's different because in Israel the experience is it's much more harder. I think in Europe it's more open because, for instance, I can in the Poetic Hafla I can have a poet from Syria, a poet from Jordan, a Palestinian DJ, and we all celebrate it together without forgetting that we are. We have our critical about the occupation, but nevertheless, we can celebrate our culture, and in Israel, the walls are much more tighter. I cannot meet friends from Jordan and from Gaza in Tel Aviv. I feel free more here than in Israel, I want to tell about the experience of what happening in Israel. For instance, in Israel, until now, there wasn't any Mizrahi prime minister. I mean, it's half of the society. And it's not only that. If you look at the education system,
I learned 12 years without learning about Iraq or the place where my parents came from, because I learned about Europe. When I come here, I have an important task to talk about it. But I feel that here it's different. But it's connected to what Max says. I mean, it's in Israel. You also talked about anti-Semitic and Holocaust and the army. And there's no place to different narratives. So if they talk about Jews here only about anti-Semitism and about Holocaust and Israel without knowing that there is Jews with different Jews that are coming from our stage, and they are not standing in front of the other, they are empowered. Du hast ja schon Intersektionalität angesprochen, Intersectionality. Ja. Du bist Jude, deine Vorfahren kommen aus den muslimisch geprägten Ländern. Ja. Laila, du beschäftigst dich in deiner wissenschaftlichen, künstlerischen Arbeit ja auch viel mit Intersektionalität, Transsektionalität. Auch dein Name Laila lässt nicht eindeutig auf die jüdische Zugehörigkeit schließen. Es ist ein Name, der... Der Name Layla ist ein sehr gängiger arabischer Name. Ist dir schon passiert, dass du wegen deines Namens oder deines Äußerns für das gehalten wurdest, was du nicht bist, zum Beispiel für eine Muslimin? Und wenn das passiert ist, welche Erfahrungen und Erkenntnisse hast du dadurch gewonnen, durch diese Lesart? Also Layla ist ein semitischer Name. Also ich würde das nicht als arabischer Name bezeichnen, sondern semitischer Name. Das antworte ich auch immer gern, wenn Leute nach der Herkunft meines Namens fragen, weil tatsächlich manchmal diese Irritationen passieren, wie du sagst. In Israel würdest du ja jeden Tag Laila hören im jüdischen Kontext, weil du sagst Laila Tov. Also Laila bedeutet die Nacht sowohl im Hebräischen als auch im Arabischen. Aber du hast tatsächlich recht, dass es gängig ist. Als Vorname ist es gängiger im arabischen Kontext als im jüdischen Kontext. In meinem Fall ist es eng verbunden zum Judentum, weil es auch mein Bat Mitzwa-Name ist. Vielleicht möchte ich erstmal ganz allgemein zur Allianzbildung sagen, dass ich das sehr schön und wichtig finde, dass du uns zu diesem Thema versammelst heute, weil für mich gibt es keine Zukunft ohne Allianzbildung. Und ich meine es wirklich sehr ernst. Also Allianzbildung ist für mich kein Schlagwort, sondern die Schlagzeile meines Lebens eigentlich. Also ich selbst bin das Ergebnis einer sehr breiten Allianzbildung, die vor 32 Jahren stattgefunden hat zwischen jüdischen, europäischen, russischen und afro-indischen, karibischen Communities. Und in meinem Alltag beschäftige ich mich auch täglich mit der Bedeutung von Allianzbildung. Also wie können Allianzbildung bestärkend, produktiv und kreativ sein? Und ich finde es auch sehr wichtig, dass du das angesprochen hast, innerhalb einer Community und von einer Community zur anderen sozusagen. In meinen Projekten versuche ich, wir hatten ja das Gespräch, also vor zwei Tagen hatten wir auch eine sehr spannende Diskussion. Max Scholleck war ja auch anwesend und dann haben wir darüber nachgedacht, wie wir uns als jüdische Person bewegen im Alltag, aber auch in der Kunst. Und damit umgehen, was du jetzt angesprochen hast, mit vielleicht Zuschreibung es schaffen, die Themen, die uns wichtig sind, die auch oft jüdische Themen sind, anzusprechen, ohne aber wiederum da reinzufallen, immer nur eine Projektionsfläche zu sein. Und in dem Fall, was du ansprichst, würde ich sagen, es ist eigentlich ein Reichtum, dass ich manchmal als Muslima gelesen werde, weil ich dadurch ein sehr sensibles Gewissen dafür entwickelt habe, also Awareness dafür, was die Kontinuitäten sind zwischen die Geschichten, die mir weitergegeben sind von meiner Familie, von Diskriminierung, insbesondere im deutschen Kontext, und das, was vielleicht muslimische Menschen heutzutage in Deutschland und auch darüber hinaus erfahren. Und dadurch, dass ich sozusagen durch die Grenzen hindurch schlüpfen kann, kann ich das sehr gut erkennen. Was ich allerdings spannend finde, ist, dass Menschen auch oft den Diskurs wechseln. Das heißt, wenn Leute manchmal denken, ich sei Muslima und ich sage dann, dass ich jüdisch bin, dann finden die es wiederum manchmal auf einmal angebracht,
ein islamfeindliches Diskurs anzusetzen. Und da frage ich mich auch immer, was ist dahinter? Also ich habe nur gesagt, dass ich jüdisch bin. Es bedeutet nicht, dass ich jetzt mich über andere Leute stellen möchte. Und ja, wie du es angesprochen hast, in meiner Arbeit, also in diesem Film Durch Gärten tanzen zum Beispiel, aber auch in meinen Schriften und performativ, versuche ich alle Ebenen, die mir bewusst sind, zu verbinden. Also das heißt die Ebene von Race, also was Rassismus angeht, Antisemitismus, Gender. In meinem persönlichen Leben und in meinem beruflichen Leben spielt es eine wichtige Rolle. Und ich finde es spannend, auch zu vergleichen, wie verschiedene Kontexten sind. Also ich habe in Paris ja im Parlament gearbeitet. Da habe ich mich auch sehr viel mit Allianzbildung beschäftigt. Jetzt wiederum hier in Berlin eher künstlerisch. Und ich saß auch vor ein paar Wochen in New York in einem Gremium, wo es um Immigrant Artists geht. Und da habe ich einfach auch wieder festgestellt, dass das Gremium wirklich Power hat, weil es eine sehr breite Allianzbildung war vor verschiedenen Communities. Also ja. Okay. Wir haben, wollen heute Abend über Allianzen, aber auch über neues Judentum diskutieren. Benny, du hast in einem Interview mal gesagt, dass das Judentum heute offener, zugänglicher, einladender und weniger konfrontativ werden soll. Erinnerst du dich noch? Not just reactive, but proactive. Okay, also das ist ein Ausschnitt davon. Du bezeichnest die junge Generation als Generation Y, eine Generation, die offen sein soll und Fragen stellen muss. Und ich kann mir vorstellen, ich ahne, dass dein Projekt A Europe of Diasporas unter anderem mit diesem Ziel zusammenhängt. Was bedeutet diese Offenheit, Zugänglichkeit des Judentums in Bezug auf die Minderheiten heute? Was muss die neue Generation anders machen? Ja, also zunächst auch erstmal ganz vielen Dank für die Einladung und für die liebe Anmoderation und vor allem die phänomenale Eröffnung, Max. Um auf deine Frage einzugehen, würde ich auch noch mal einen Schritt zurückgehen und teils reagieren auf das, was gesagt wurde, aber eben auch meine eigene Familiengeschichte, glaube ich, ein bisschen da reinbringen. Weil das, glaube ich, den Werdegang dieses Projektes ganz gut erklärt. Also ich habe das Gefühl, es war wirklich ein natürlicher Prozess bis hin zur eigentlichen Etablierung des Projektes. Ich bin geboren in Deutschland. Meine Mutter kommt aus Israel, ist auch Mizrahi, also ist tunesischen Ursprungs, mein Vater aus Deutschland, als Nichtjude geboren, hat bis heute ist er bei der Bundeswehr und ist aber zum Judentum konvertiert. Also ich bin immer irgendwie mit dieser Bipolarität aufgewachsen. Also wie deutsch bin ich, wie israelisch bin ich, wie jüdisch bin ich, wie Ashkenazi, wie Mizrahi bin ich. Und das Ganze hat sich dann aber erst in Aktivismus umgeschlagen, als ich eben in Hamburg eine NGO gegründet hatte, die sich damit beschäftigt hat, jüdische Räume für Nicht-Juden zu öffnen. Also ganz salopp gesagt, in Hamburg steht eben im Lehrplan, dass sich alle Klassen im Religionsunterricht mit dem Judentum befassen sollen. Und eines Tages habe ich eben eine Lehrerin kennengelernt, die auf mich zugegangen ist und meinte, dass sie keine Materialien hat und mich darum gebeten hatte, weil ich eben vorhin in der Jugendarbeit tätig war, einfach mal mit ihrer Klasse zu arbeiten. Und daraus wurde dann mit der Zeit eben ein größeres Projekt. Wir haben dann Schülergruppen, Klassen zu uns in die Synagoge eingeladen und ich habe denen mal so anderthalb Stunden Einführung in das Judentum gegeben. Ich war so der Zoo-Jew, wie ich es gerne sage, ja? Also der Zoo-Jude. Das war insofern erstmal total spannend, weil da viele Reaktionen, also es waren am Ende wirklich so um die 800 Leute pro Woche da, also das hat richtig, richtig Fahrt angenommen und das war spannend, weil man eben auch viele Reaktionen getroffen sind, die man teils erwartet hat, aber eben auch viele, die man nicht erwartet hat. Also gerade so mit dem Mizrahi-Hintergrund zum Beispiel, dass ich so ein bisschen Arabisch kann auch, das hat für ganz viel Irritation gesorgt und gleichzeitig waren dann aber auch, waren eben so ein paar Erfahrungen einfach dabei, die nicht hätten sein müssen, andere, die total toll waren. Gleichzeitig hat mich das Ganze aber so ein bisschen politisiert. Und das war eben zu einer Zeit, in der ich, nachdem ich eben durch etliche jüdische Institutionen gegangen bin und auch immer irgendwie aktiv war, total frustriert war. Also ich habe die jüdische Gemeinschaft in Deutschland eigentlich schon antagonisiert oder die organisierte jedenfalls, weil ich das Gefühl hatte, dass viele dieser Organisationen, die es nun mal gibt, nur aus reinem Selbstzweck bestehen, also aus dem einfachen Grund, dass sie eben um des Bestehens willens, ja.
mir hat immer so ein bisschen das Why gefehlt, das Warum. Und ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass das institutionalisierte Judentum der eigentlichen Community nicht wirklich nahe stand. Genau, und dann bin ich halt plötzlich nach Brüssel gekommen, wo ich dann in der Lage war, eine Organisation anzuführen, die, und das war das Interessante, eben auch so einen bipolaren Ansatz hat. Wir wollen nämlich einerseits die jüdische Community von innen heraus ändern, aber andererseits eben auch nach außen hin wirken. Und jetzt könnte man ja eigentlich sagen, dass viele dieser etablierten Organisationen, die es nun mal gibt, ja genau das Gleiche versuchen und kläglich daran scheitern. Auf der anderen Seite haben wir gedacht, wir machen es, aber wir machen es einfach besser. Und zum Beispiel dieses Dreieck, das du erwähnt hast, Max, wir hatten uns ja auch schon öfter mal darüber unterhalten, das hat uns zum Beispiel auf mehreren Ebenen beschäftigt. Also nicht nur in der Fremdwahrnehmung, sondern auch in der Frage, wie gestalten wir denn die Arbeit innerhalb der Gemeinde? Also wenn sich junge Juden, Jüdinnen eben nur über dieses Dreieck selbst definieren, dann ist das eben auch keine tolle Identität, die daraus erwachsen kann. Das ist eine negative Wurzel, aus der wahrscheinlich auch nicht viel Positives erwachsen wird. Naja, und so ist man dann letztlich bei dem Gedanken der Allianzbildung gelandet, der überhaupt nicht radikal ist. Ja, also die jüdische Gemeinschaft, also auch international, wenn man sich das anschaut, die ADL ist in den 60er Jahren mit Martin Luther King, sind da Rabbiner im Talit und mit der Torah nach Washington marschiert, ja, und haben bis heute Allianzen, also die ADL als Ganzes ist ja eine Allianz geschmiedet, die wirklich total wirksam sind, aber auch eigentlich interessante Arbeit machen. Und dann ist uns halt aufgefallen, so etwas gibt es in Europa ja wirklich gar nicht. Gleichzeitig haben wir aber gemerkt, und jetzt kommt eben das Bipolare wieder, ich bin auch gleich dann, dass zum einen diese Art der Arbeit Anklang in der Community findet, weil es sowas eben in Europa überhaupt nicht gibt. Also in unserem Fall mit Roma, mit Armeniern zusammenarbeiten, das gab es so noch gar nicht. Und zum anderen haben wir aber auch gemerkt, und da kommen wir auf die Intersektionalität zu sprechen, dass es nach außen hin eben auch unglaublich wichtig ist, das zu tun. Denn egal, wie man denkt, möchte man die Community von innen heraus verändern, dann ergibt es extrem viel Sinn, nach außen zu schauen. Aber auch wenn man eben die Arbeit nach außen hin verbessern möchte, sollte man endlich mal anfangen, mit anderen Leuten am Tisch zu sitzen. Also um es konkret zu machen, Teil meiner Arbeit, wir haben in 35 Ländern irgendwie gearbeitet, Teil meiner Arbeit war es, konsequent auf irgendwelche Konferenzen zu fahren, wo man über Antisemitismus gesprochen hat. Und es waren halt immer wieder dieselben Bilder. Es waren alte, weiße Männer, die Gemeinden angeführt haben und mit Juden über Juden gesprochen haben. Und dann kam irgendwann, also nach dem ersten halben Jahr des Rumreisens, das ganz toll war, aber auch der Gedanke, dass das alles einfach nichts bringt, wenn wir nur miteinander reden. Also es war ein völlig natürlicher Prozess. Und dann Armenier, wie wir darauf gekommen sind, das weiß ich bis heute nicht. Das war aber mit Abstand das interessanteste Projekt der letzten zwei Jahre aus mehreren Gründen. Also die armenische Community, und da komme ich wirklich zum Ende, die armenische Community hat extrem viel gemeinsam mit der jüdischen Community. Wenn man sich das mal anschaut, also zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden quasi durch die Reihe weg alle jüdischen sozialen Gebilde, die es schon gab, vom National Fund bis hin zur Agency und so weiter, einfach kopiert. Und es wurde halt in Armenien davor gesetzt. Es gibt, so wie es die Maccabi Games gibt, gibt es die Pan Armenian Games. Es gibt, ich weiß nicht, ob Sie von Taglit Birthright mal gehört haben, das gibt es auch für Armenier. Das wussten wir halt alle nur nicht. Und dann plötzlich saßen wir im Raum und ja, und daraus ist was total Spannendes erwachsen. Vor allem aber haben wir echt auch manchmal richtig was erreichen können dadurch. Also wir sind mit einer Gruppe von, das waren Aktivisten von Black Lives Matter, einem Roma-Aktivisten, einer feministischen Roma-Aktivistin und eben einem Armenier zusammen zur Comic-Con in New York gefahren. Wo ich echt dachte, das ist das Absurdeste, was will ich auf einer Comic-Messe? Und wir haben da am Ende eine Initiative gestartet und haben plötzlich Leute getroffen, das hätte ich niemals gedacht. Und das eben einfach nur, weil man sich zusammen auf ein Podium gesetzt hat. Ja?
Also in einem Satz zusammengefasst, einfach als Überleitung. Du hast gesagt, dein Eindruck ist, die jüdische Community hat quasi gescheitert, die Allianzbildung hat nicht stattgefunden. Das ist jetzt das Ziel, daran hast du versucht zu arbeiten. Ich sage diesen Satz nur, weil ich bei dir, Sascha, was ganz anders rausgelesen habe oder rausgehört habe. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Du schreibst in einem Essay, dass die jüdische und die türkische Community heute so eng zusammengerückt sind, wie sie vielleicht noch nie waren. Das Essay ist schon ein paar Jahre her. Ja, das heißt, also dein Eindruck ist, dass das auch schon vor einigen Jahren tatsächlich diese Allianzen stattgefunden haben. Und der Grund dafür ist Diskriminierung und Dämonisierung vom Islam und von allen, die nicht weiß-europäisch aussehen und schwarze Locken haben. Im Prinzip hast du schon auch in deinem allerersten Theaterstück, Weißbrotmusik, auch dich mit Allianzen beschäftigt. Woran erkennst du, dass die unterschiedlichen Communities heute stärker zusammenrücken? Ich glaube, das sind auch Wellenbewegungen, weil ich natürlich nur quasi wie meine Lebenszeit oder einen bestimmten Abschnitt meiner Lebenszeit so aktiv beobachten kann. Wenn man recherchiert, gab es ja immer wieder lebensnotwendige Allianzen und wir sind zum Teil ein Beweis davon. Und zum Teil ist es ja so, dass ich habe in der Türkei gelebt und das war sehr, sehr eindrucksvoll, wie selbstverständlich dort die Allianz ist mit Leuten, die sich als Juden verstehen. Einmal sind viele Jüdinnen geflohen und haben dort Universitäten aufgebaut. Das heißt, das Bild des Juden in der Türkei, wenn es den Juden in der Türkei gibt, ist einfach der, die Intellektuelle, die die Kultur vorangebracht hat. Das war ein Land, in dem ich zum ersten Mal, damals habe ich einen größeren Davidstern getragen und es ist warm in der Türkei, das heißt, man hat ihn über dem T-Shirt gesehen, komplett fast weiß gefühlt habe, weil es gab keine Zuschreibung, es kam kein stigmatisierenden Blick in mein Dekolleté, was ich sonst in anderen Ländern immer erfahre und dann natürlich die dazugehörende Frage. Das heißt, je nachdem, wo man ist, bedeutet das sicherlich etwas anderes. Und ich merke, glaube ich, dadurch, dass die Zeiten radikaler werden, eine radikalere Antwort oder eine viel klarere Antwort. Und das tut sehr gut. Also ich meine, der Bau, in dem wir sitzen, ist ein Beweis dafür. Den gibt es ja noch nicht so lange. Die großartige Arbeit von Yasemin Schumann, die gibt es schon länger. Und das ist auch ein Beweis davon. Das, was am Maxim Gorki Theater und was vorher schon am Ballus Nauni-Straße, also den Vorläufer vom Maxim Gorki Theater, stattgefunden hat, an kultureller Zusammenarbeit, war für mich immer der Beweis, dass wenn wir angegriffen werden, und es gibt immer einen sehr klaren Angreifer, aber die wissen nicht genau, wen sie angreifen, weil wir so fluide sind. Und dieser Begriff der Fluidität, der scheint mir so wichtig. Die kriegen uns deswegen nicht, weil es dieses Stereotyp nicht gibt. Wir sind nicht der Migrant, wir sind nicht der Jude, wir sind nicht der Moslem und wir sind auch nicht der Schwule oder die Lesbe, wir sind Queers, wo keiner mehr weiß, was das sein soll. Und das ist, glaube ich, unsere große Stärke. Und ich sehe so viel, wissen Sie, es ist selbstverständlich, wir leben in ziemlich harten Zeiten. Wir könnten jetzt auch lange über Trump und Putin und Erdogan und Merkel und viele, viele dieser Namen sprechen, was ich für eine Zeitverschwendung halte. Aber ich finde, es lohnt sich immer genau zu schauen, was die auslösen als Gegenbewegungen. Und ich finde, da passieren so viele schöne Sachen. Ich würde mir wünschen für diese großen Bewegungen, für zum Beispiel den Marsch der Frauen in New York nach der Trump-Wahl oder so vielen tollen Sachen, die in Deutschland passieren, alles, was in der Türkei und dem Gezi-Park und danach passiert ist. Ich würde mir wünschen, dass wir uns diese Allianzen genau anschauen und sagen, wenn wir sagen, wir geben unsere Privilegien ab, wenn wir sagen, wir sind gegen eine Hierarchie, gegen eine Nahrungskette der Gesellschaft, in der jemand fallen muss, damit ich stehe, bedeutet das, dass wir niemanden mehr ausschließen. Und ich glaube, das ist die Krux. Ich glaube, das ist fast nicht leistbar komplett. Also ich kann nicht immer alle bedenken, mit Sicherheit nicht. Aber ich würde mir zum Beispiel jetzt in diesem MeToo-Kontext, wo es sehr stark um Feminismus, feministische Perspektiven geht, wünschen, dass es nicht bedeutet, dass wir die Trans-Leute zum Beispiel ausschließen und sie wieder unsichtbar sind in dieser Debatte um sexuelle Übergriffe in unserer Gesellschaft, dass sie sichtbar sind. Das steht für mich genauso neben meiner Identität als Jüdin, die nach weiteren Allianzen sucht. Und ich sehe die aber und ich sehe sie in kulturellen Räumen. Und deswegen, wenn wir sagen, es ist ein Kulturkampf, den wir jetzt führen, also der ist jetzt so gelabelt, ich wurde heute wieder von der Journalistin genau auf diesen Kulturkampf angesprochen und ich denke,
wenn es so ist, dann ist es genau richtig, dass in Kunst- und Kulturräumen die Antworten stattfinden. Also eben durch solche Podien, aber auch durch Kunstwerke, durch Eingriff ins Parlament, durch klare Forderungen, die wir stellen. Ich nehme gerne deinen Aufruf mit. Dann schauen wir uns doch die Allianzen genau an. Leila, du bist sowohl das durch das jüdische als durch das afro-karibische Erbe geprägt. Und das bedeutet auch, dass du massive Diskriminierungserfahrungen gemacht hast in deinem Leben, vielleicht auch nicht. Aber mich würde interessieren, du bist ja, wie ich am Anfang erwähnt habe, durch Alice gefördert, also durch das jüdische Begabtenstudienwerk. Und dadurch hast du eine lange Zeit als schwarze Judin in der jüdischen Community verkehrt. Und wie war das für dich möglich, bestimmte Themen zu setzen, zum Beispiel intersektionelle Perspektiven zur Sprache zu bringen? Gibt es einen Dialog, gibt es Vernetzung zwischen der jüdischen schwarzen Community? Und wenn ja, welche Herausforderungen siehst du in diesem Dialog? Wie war das für dich als schwarze Judin in diesem jüdischen, schon sehr stark aschkenasisch-europäisch geprägten Netzwerk zu sein? Ja, zum allerersten sehe ich mein Erbe als ein unglaubliches Reichtum. Also ich bin sehr dankbar für mein Erbe und es gibt zwar die Diskriminierungsebene, aber sie ist eigentlich winzig im Vergleich zu dem Reichtum, den ich sowohl durch meine Familie als auch durch meine Body Memory, also Körpererinnerung habe. Und klar, die Körpererinnerung ist nicht unbedingt nur positiv, also sie kann auch schmerzhaft sein, aber wie Sie alle wissen, gerade im künstlerischen Bereich kann man auch aus Schmerzen etwas sehr Stärkendes machen, zum Beispiel im musikalischen Bereich, wo ich auch tätig bin. Und deswegen schreibe ich das auch bewusst in meinem Lebenslauf. Also es gehört zu meinem Lebenslauf und das sehe ich als Stärke. Was Elis angeht, bin ich sehr dankbar für die Unterstützung. Es waren 3 Jahre, die wirklich, also wenn ich zurückblicke, diese Jahre waren sehr positiv. Und ich habe, also man muss allerdings sagen, ich habe bei Elis 2013 angefangen. Damals war Elis wirklich ein Leiter, Eva Lezi und vielleicht noch eine Person. Also ich habe die rasante Entwicklung von Elis beobachtet, aber auch begleitet, würde ich sagen. Und es ist kein Zufall, dass in dem Zusammenhang, also in der Zeit, wo ich mich auch für Themen eingesetzt habe, dass Avicenna das sein konnte, was es heute, ach so, wolltest du vielleicht. Das muslimische Studienwerk. Genau, das muslimische Studienwerk. Also ja, vielleicht nur als Kontext, wir sprechen jetzt über die Studienwerke, die aus dem sogenannten Begabtenförderungsprogramm Studierenden und auch Promovierenden unterstützen und die kriegen Geld vom Bildungsministerium, vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Und es gibt ja 12 meines Wissens, also manche gehören zu politisch oder werden unterstützt von politischen Parteien und andere sind mit einer religiösen, spirituellen Community verbunden. Ja, also meine Erfahrung bei Elis war wirklich, dass es von vornherein um meine Themen ging. Also Eva Lezi als Referentin und allgemein das ganze Team hatten ein sehr, sehr starkes Interesse an das Thema von Tatjana Barbakow und gerade an dieser Allianzbildung, die ich in meiner Arbeit, in meiner Zusammenarbeit mit Oksana Chi sowohl akademisch als auch performativ nachgefolgt bin. Und ja, Elis hat sich in der Zeit verändert, also mittlerweile ist es viel größer geworden, aber es gibt ja auch die Vernetzung nach New York mittlerweile mit Asylum Arts. Und diese Connection habe ich auch hergestellt. Also ich würde sagen, dass es eine sehr positive Erfahrung war. Ich habe auch keine Erinnerung von Diskriminierung aufgrund, dass ich jetzt vielleicht manchmal als einzige Judin of Color also ich spreche wirklich von dem Kontext von Elis, von Retreats oder so. Und ganz im Gegenteil, also ich habe eher den Eindruck, dass ich oft gebeten wurde, Input zu geben. Wir hatten auch sehr spannende Diskussionen. Und ich finde es einfach spannend zu gucken, wie es weitergeht mit Elis. Also es war, dein Schwarzsein war kein Thema. Ist das, was quasi passiert ist? Ja, würde ich,
könnte ich jetzt so sagen. Ja. Und würdest du sagen, das ist tatsächlich die Art von Allianzen, die produktiv sind? Oder ist das etwas, worüber vielleicht nicht gesprochen wird? Ja, also ich weiß nicht, ob ich das Allianzbildung nennen könnte, weil Allianz ist für mich müsste breit gefächerter sein oder würde damit einhergehen, dass vielleicht eine tiefere Reflexion damit eingeht. Also ich sehe das eher so, dass es bei Illes gegen auch schon im Fragebogen geht es darum, Menschen zu fördern, die sich mit dem Judentum identifizieren, also entweder weil sie eine Bat Mitzwa gemacht haben, wie in meinem Fall, oder ich weiß nicht, vielleicht gibt es Raum auch für Konvertierte mittlerweile. Und es gibt auch 10%, also es gibt eine Quote, die andersrum ist, also das heißt, Elis muss 10% Menschen nicht jüdischen Glaubens oder die auch wirklich keinen Bezug zum Judentum haben, fördern. Ich glaube, das wird vom BMBF vorausgegeben. Ich würde sagen, dass ich glaube, das, was Elis jetzt gerade macht mit Dialogperspektiven und auch die Zusammenarbeit mit Avicenna, also das ist ein starkes Beispiel von Allianzbildung und ja, das Wort wäre nicht unbedingt zutreffend für meine Erfahrung. Genau. Okay, I would like to talk a little bit about different kind of alliance. Matti, you said once that you really enjoy to live in Berlin, where there are no borders, and to meet people from Syria, from Gaza, from Jordan, and that people who you would never be able to meet in Israel. And what do you think? Are there only like singular private meetings on individual level, or are there spaces in Berlin where people can meet regularly and spaces where Arabic and Jewish Israelis meet together and people from Gaza also meet? Can you just talk maybe a little bit about this setting? Yeah, I enjoy it very much. I feel it's I'm coming from I'm also bipolar in a way, because I'm in the idea that sometimes I'm coming with the country that I come from and I explain that Israel has a wall and you cannot really have friends from Arab countries the same way you experience in Berlin. Nevertheless, I'm a human being and I'm not only a political entity, so I can meet in my private life friends without politicize our contact. Nevertheless, I think there is beautiful things happening here, like Salam Shalom of Armin Langer and Uzan, and there is Frankelufer, synagogue that I'm part of it, and we helped the refugees, for instance, when they came in the big immigration that came to Germany from Syria and other countries. And there is, in art, I mean, the Poetic Hafla for me is a kind of a message to back to Israel. When Israel, you read, sometimes you read in Arabic and Hebrew, but sometimes you also read Russian, but mostly it's in Hebrew. But so the message of reading in different languages, it's really new, this Babylon, Babel experience. So it's also part of the European post-migration idea of opening the borders, opening the narrative, opening the stage to and see what you have. I was invited this year to Literatur DE, and the first time they told me, we recognize there's a lot of authors from different countries who doesn't write in German, and not I was translated, but not a whole book. But so they invited authors from all over the world who lives here in Berlin. And it's a recognition of life that's happening sometimes without translation here in the literature. And so, yeah, that's it. Okay. Also, I have another thing to say. Maybe it goes to what you said, Benny, because you were part of the diasporic Jewish culture. So in Israel, there is kind of, because it became like in a more like the, it became more and more folkistic culture, like the nationalism from Germany in a way that
it's close. It's much more close today. So, for instance, when the, in 2014, a guy from New York, an Israeli guy that lives 10 years in New York, won a prize in Israel for writing a Jewish novel, they said, so enough of the Jews who are living outside of Israel, they cannot be applied. And from 2015, Jews from outside of writes in Hebrew, they cannot apply to the prize in Israel. So I think it's also a beautiful, there is a diasporic culture that's happening, that including the meeting with the meeting with also the other Germany. I mean, most of the Germans' grandfathers and grandmothers were against this combination, but there is kind of, so the meeting is not only with the other, the Middle Eastern, it's also with the European who wants throw the beautiful Yiddish culture out of here. Thank you. And I would probably address my last question before we open to the discussion and to your questions to you, Benny, and now of jetzt auf Deutsch. Wir haben bis jetzt tatsächlich, wir sind ja bei auch Teil der radikalen jüdischen Kulturtage und letztes Jahr diesen Integrationskongress, wo Max und Sascha ihr euch vorgenommen hat, das Thema Antisemitismus, Shoah und Israel nicht in den Vordergrund zu rücken. Dennoch, wenn es um Allianzen geht, würde ich dich gerne fragen, weil Antisemitismus als Thema ist inzwischen wieder gegenwärtig in aller Munde, so erlebe ich das. Und es gibt immer wieder in verschiedenen Medien Aufrufe aus der jüdischen Community an die muslimische Community, sich stärker gegen Antisemitismus zu positionieren und die Stimme dagegen zu erheben. Und gleichzeitig äußert sich die muslimische Community in der Öffentlichkeit regelmäßig gegen den Antisemitismus. Also es gibt diese zwei verschiedene Universen, die ich wahrnehme, und ich frage mich, sprechen da zwei Gemeinschaften bewusst oder unbewusst aneinander vorbei, oder hat das eventuell etwas mit der Machtfrage zu tun, wessen Stimme wird gehört und wessen Stimme wird nicht gehört? Okay. Kurz auch noch auf das, was vorher gesagt wurde, weil du meintest, dass ich, also das, was ich vorher gesagt hatte, zusammengefasst als: Ich würde sagen, dass die jüdischen Institutionen versagt haben. Und das glaube ich also wirklich, wirklich nicht. Da möchte ich also auch einen Punkt dahinter setzen, um auch noch mal kurz an Leila anzusetzen. Das ELES ist ein Paradebeispiel dafür, was in Deutschland innerhalb von 6 Jahren möglich war. Also auch ich würde nicht hier sitzen ohne dieses Studienwerk. Die haben mir das damals alles ermöglicht, den ganzen Weg. Und dadurch also wirklich eine kulturelle Revolution auch ausgelöst. So, bezüglich der Frage, wie jetzt also Minderheiten übereinander reden. Und ich glaube, das hat erstmal ganz viel damit zu tun, wie wir den Begriff Allianz definieren. Das ist nämlich ganz wichtig, dass wir den Unterschied machen, also was man auf Englisch eine Coalition nennt, also das würde ich jetzt als Allianz definieren, oder eben bloßen Dialog. Viele machen also den Fehler, dass sie ein bloßes Dialogprojekt eine Allianz nennen. Und das ist es nicht. Also eine Allianz ist nur dann eine Allianz per Definition, also eine Coalition, wenn sie ein festgeschriebenes Ziel hat. Das macht es zur Allianz. Und in unserem Fall, also sowohl bei A Europe of Diasporas, das also etwas weiter war, aber auch ganz spezifisch bei den muslimisch-jüdischen Dialogprojekten, die wir hatten, die auch übrigens hier in der Akademie schon mal zu Gast waren, haben wir immer ganz besonderen Wert darauf gelegt, dieses Ziel zu formulieren. Denn auf der einen Seite könnte man jetzt meinen, das führt dazu, dass man mit einem rein opportunistischen Gedanken an ein Projekt rangeht und immer nur zielgefördert denkt. Auf der anderen Seite ist das aber eben auch immer so ein bisschen das Sicherheitsnetz. Also man kann immer wieder auch zurückschauen und sagen, warum mache ich das jetzt? Denn, und da kommen wir auf dich zu sprechen, von beiden Seiten kriegt man immer nur direkt zugeschmissen. Also von innerhalb der Community wird einem immer gesagt, du sprichst mit den Falschen, oder warum sprichst du nicht, also entweder wird ihm gesagt, du solltest nicht mit den und den Personen sprechen, weil die nicht koscher sind, oder dir wird gesagt, du sprichst mit den Leuten, die ja sowieso schon auf unserer Seite sind. Da wird es immer wieder ist das passiert. Also mit den Roma, mit den Armeniern weniger, weil es eben diesen Konflikt um Antisemitismus nicht gab, bei der muslimischen Community immer. Also entweder hieß es, ihr sprecht mit Terroristen, oder es hieß, ihr sprecht mit fast schon Juden. Was auch immer das heißt.
Genau, und wie sind wir jetzt also damit umgegangen? Zum einen, wir haben uns also ganz klar immer auf unser Ziel zurückgesinnt, und in vielen Fällen war das tatsächlich die Bekämpfung von, und hier ist eben der springende Punkt, Rassismen, also nicht nur von Antisemitismus. Zum anderen war das aber manchmal eben auch komplett apolitische Arbeit, also das Bilden eines Gemeindebegriffs etc. Bei Europe of Diasporas war, und das ist so interessant, weil das mit den radikalen jüdischen Kulturtagen eigentlich so nah ist, war es der Gedanke, den Begriff Diaspora neu zu definieren, und anstatt, dass man eben dem Gedanken der Integration folgt, in die europäische Mehrheitsgesellschaft schreit, wir sind nicht zugewandert. Also wir sind seit Hunderten von Jahren nicht nur Teil der europäischen Gesellschaft, wir haben die europäische Gesellschaft mit aufgebaut. Wir wollen also nicht nur mit akzeptiert werden, wir wollen anerkannt werden dafür, was wir für diese Gesellschaft geleistet haben. Und in Bezug zur muslimischen Community bedeutete das in erster Linie in dem Moment, in dem wir über Rassismus gesprochen haben, zu versuchen, in unserem kleinen Safe Space, wie man es jetzt auch nennen möchte, erstmal wirklich alles auf den Tisch zu packen und ehrlich miteinander zu sein, zu versuchen, Vertrauen aufzubauen und das ist eben die andere große Gefahr, dieses Folkloristische abzulehnen. Also gerade wenn es eine politische Allianz ist, wie wir es eben auch in vielen Fällen hatten, dann kann es nämlich ganz schnell passieren, dass das natürlich auch ausgenutzt wird. Denn die Kraft eines Aktivisten, die auf einem Podium sitzen und sagen, ich spreche jetzt für die jüdische Community, ist ja ganz anders, als wenn man sagt, ich spreche für eine Allianz von Juden, Muslimen und so weiter. Das kann dann ja aber auch jedes Mitglied für sich so ausnutzen. Also plötzlich spricht man dann im Namen vieler Leute oder man wird eben auf bestimmte Dinge reduziert. Wie umgehen? Ich glaube, dass auch hier ganz wichtig, ich habe da eigentlich auch schon eine europäische Brille an, also dass Deutschland natürlich auch nochmal ein ganz anderer Fall ist als viele europäische Länder. Hier gibt es total viele spannende Initiativen. Wir haben eine Studierendenorganisation auch in Deutschland gegründet, also eine Grassroots-Gemeinschaft, die total viel mit der RAMSA arbeitet, mit dem Rat muslimischer Studierender Akademiker, genau, vielen Dank. Ja, was wir da gelernt haben, war, dass jedes Mal, wenn es eben dazu kommt, dass auch öffentlich mit Dreck geschmissen wird, man die 5 Personen hat, die man anruft und miteinander spricht. Für mich war das manchmal sehr wichtig, die Person zu haben, die mich anruft, und ich selber habe aber auch Wert darauf gelegt, dann selber anzurufen. Denn, und das als Abschluss, darauf bist du eingegangen, am Ende des Tages ist eben auch die Frage, wer spricht und wer spricht für wen. Und ich glaube, dass nicht alle jüdischen Repräsentierenden zu allen Themen sprechen sollten. Ich glaube auch, dass gerade bei der muslimischen Community in Deutschland man natürlich auch berücksichtigen muss, dass es nicht die eine Organisation gibt. Es gibt da ganz viele Organisationen, die alle einen ganz anderen Ansatz haben. Und das Tolle an der Jugendarbeit ist, dass man diese Grenzen ja irgendwie durchbrechen kann. Das heißt, in unserem Fall war das eher weniger problematisch. Nur in diesem speziellen Projekt Europe of Diasporas war nun das Interessante, dass wir also auch dachten, wir machen das intergenerationell. Da hatten wir also dann, wir hatten eine Dame, die war Child Survivor, die war also 89 Jahre alt, die dann also auch mit muslimischen Jugendlichen und aber gleichzeitig auch mit einem politischen Dissidenten, der eben auch etwas älter war, zusammengearbeitet hatte. Und da war der Austausch natürlich auch nochmal ganz, ganz spannend. Aber ja, also wirklich als Strich, als Schlusssatz, wenn wir begreifen, dass Intersektionalität nun mal die treibende Ideologie in der Arbeit, in der Menschenrechtsarbeit ist, dann können wir uns das einfach nicht mehr leisten, und so ist das wirklich, dann können wir es einfach nicht mehr leisten, nicht mit am Tisch zu sitzen. Also nicht nur über unsere eigenen Probleme zu sprechen, die Probleme innerhalb unserer eigenen Gemeinde anzuerkennen und dann mit diesem Wissen eben auch in andere Räume reintreten. Denn das verhindert dieses Aufeinanderzeigen und Beschuldigen. Okay, danke für diesen visionären Gedanken. Ich hoffe, der Funke ist auch auf Sie übersprungen. Und ich würde mich freuen, wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich und warten Sie, bis das Mikro zu Ihnen kommt. Bitte. Ich habe eine Frage, ich glaube, an Sascha.
Und zwar, wenn ich das richtig verstanden habe, hast du am Anfang gesagt, dass es Allianzen schon seit 1000 Jahren gibt. Kannst du da mal konkrete Allianzen nennen aus den letzten Jahrhunderten? Wenn ich das richtig verstanden habe, hast du das gesagt. Ja, schön. Okay, wir sind per Du. Hi. Ja, ich habe mich ein bisschen mit den Begriffen von Geflüchteten beschäftigt tatsächlich. Und es war ja schon immer so, Völker sind schon immer gewandert. Und es gab auch nicht das eine jüdische Volk, was vertrieben worden ist in nur eine Richtung. Ich glaube, das muss ich nicht spezifizieren, das ist ja bekannt. Und das ist eine große Inspiration, sich anzugucken, vor allem in der Kunstgeschichte, die ich gerne studiert hätte, aber vielleicht kommt das noch. Wenn man sich diese Bilder anguckt, wenn ein Volk zu dem anderen kommt oder eine verfolgte Minderheit vor den Toren des anderen Volkes steht, gab es schon immer Gesetze dafür, dass man Flüchtlinge reinlässt. Und das ist erstmal so, das ist eine Interaktion, das könnte man auch Dialog nennen. Die Frage ist, was wäre die Allianz, also was wäre das Ziel? Und ich glaube, es gibt wahnsinnig viele, also gerade wenn man nicht eurozentristisch denkt, ganz, ganz viele Völker, die sich genau deswegen durchmischt haben, weil sie wussten, dass sie nur so überleben. Also viele indigene Völker natürlich, ich weiß ein bisschen über den südamerikanischen Kontinent, aber ich glaube, was die Geschichte schon immer gezeigt hat, ist, dass der Mensch nur überlebt, diese Spezies nur überlebt durch Durchmischung. Und vielleicht ist das auch das Ziel. Wir wollen alle am Leben sein. Und für mich sind Konservative ja auch per se irgendwie gegen Leben, weil sie etwas festhalten wollen und damit wird Bewegung verhindert, mit Verhinderung von Bewegung wird Leben verhindert. Und ich glaube, das ist so, das ist jetzt ganz grob, weil sonst müssten wir jetzt auf Jahreszahlen und Namen eingehen. Diese große Inspiration, die für heute ganz viel bedeutet, glaube ich, für uns, dass wir, also ich gucke dann nicht nur auf das Judentum und wie haben wir uns bewegt, sondern was ist im arabischen Raum, das, was wir heute den arabischen Raum nennen, passiert, was ist auf dem afrikanischen Kontinent passiert an Bewegungen, die das Überleben gesichert haben und was heißt das für uns politisch heute? Kurz was sagen? Ja, also wie du sagst, das könnte man wirklich nicht zusammenfassen. Also ich glaube, es gibt ganz viele Geschichtsbücher dafür, aber vielleicht nur um zwei konkrete Beispiele zu nennen, die mich persönlich interessieren. Im Jahr 1492 gab es ja die Inquisition und da zu der Zeit in Spanien sind ja jüdische Leute vertrieben worden und die Türkei hat damals zum Beispiel eine sehr wichtige Rolle gespielt und hat die Türen geöffnet für jüdischen Leuten und was sich auch in die heutige Türkei widerspiegelt. Also ich fand es auch sehr spannend, deine Erfahrung, was du da erzählt hast. Oder im Kontext vom Zweiten Weltkrieg, es gibt viel Forschung darüber, wie muslimische Leute auch eine Rolle gespielt haben und jüdische Leute geholfen haben, soweit es ihnen auch möglich war, während dem Zweiten Weltkrieg. Also ich glaube, dass es viele Beispiele gibt. Und deine Definition, Benny, zur Allianzbildung fand ich spannend und meine spontane Reaktion dazu war, Ziel ja und ist eine Allianz aber nicht eine, wo das Ziel aber, weil wir können eine Allianz bilden und ein Ziel setzen, aber das Ziel kann vielleicht nur manche Leute in der Allianz profitieren. Ne? Und dann vielleicht würde ich vielleicht nur hinzufügen, ein Ziel, das für alle, die in dieser Allianz sind, günstig ist und wo vielleicht alle Parteien das Ziel mitbestimmt haben. Vielleicht nur so als Anregung. Vielleicht darf ich nur kurz eine Anekdote, weil ich selber immer wieder überrascht werde von diesen Allianzen. Die Stadt, in der am meisten Ladino gesprochen wurde, um mich herum war Havanna. Als ich nach Kuba kam, war ich plötzlich in der Community, wo alle mit mir Ladino sprechen wollten, was ich nicht beherrsche. Und ich war wahnsinnig beschämt, vor allem über mein Nichtwissen um diese Allianz und um diese Überlebensgeschichte auch. Ne? Weitere Fragen? Ja, Mohammed? Hallo, genau. Und zwar zu diesem, hier hinten, ganz hinten, genau, zu diesem neuen Judentum im Vergleich halt, was in Deutschland passiert. Und vielleicht im internationalen Kontext, wenn wir nach Frankreich gehen oder in Belgien, laufen die Prozesse ähnlich? Ist das in Deutschland wieder mal anders? Und vor welchen Herausforderungen steht man da vielleicht? Ich nehme mal das Mikro. Tatsächlich dachte ich, als ich nach Brüssel gegangen bin, jetzt wird alles anders.
so dieser antagonistische Gedanke, der eben der organisierten jüdischen Gemeinde gegenüber bestand. Ich dachte, das kann ich jetzt abgeben, weil Europa funktioniert anders. Und ich muss gestehen, dass ich nach 2 Jahren eigentlich den Gedanken habe, dass es eigentlich nur noch schlimmer ist, weil die konzentrierte das konzentrierte Leadership auf nationaler Ebene sich tatsächlich sehr gleich. Deswegen meinte ich eben oft konservativ, politisch, weiß, männlich, alt. Wie jetzt natürlich Allianzen auf nationaler Ebene gebildet werden, wie auch die jeweilige jüdische Identität national aussieht, da gibt es gravierende Unterschiede. Also wir haben von Großbritannien bis Russland so ziemlich alles abgedeckt. Und also wir haben immer grob unterteilt in West-, Mittel- und Osteuropa. Aber auch da muss man so oft auf Raffinessen eingehen, wo die jeweiligen nationalen Narrative natürlich eine riesige Rolle spielen. Dennoch gab es viele Überschneidungen. Es gab große Tendenzen, die sich abgezeichnet haben. Also klar, wir können jetzt über postdemokratische Gemeindestrukturen sprechen und das Poststrukturalistische insgesamt. Das hat sich überall wiedergefunden. Und dann die großen politischen Fragen waren letztlich oft auch die gleichen. Wie die Prozesse liefen, waren anders. Wie das Ganze natürlich von der Gesellschaft als Ganzes angenommen wurde, war ganz anders. Also Frankreich wurde jetzt genannt. In Frankreich gibt es Coexiste und Coexiste. Das sind beide zwei Initiativen, die auch mit Salam Shalom zusammenarbeiten, die wundervolle Arbeit machen. Die, also auch da wieder, so aus dem Linkszentrum hochgelobt werden. Es ist das Übliche, entweder you're preaching to the choir, also ihr spricht mit den schon Bekehrten, oder ihr sprecht mit Terroristen. Also das ist wirklich immer dieser Diskurs, der war immer da. Was vielleicht spezifisch deutsch wäre, also um die Frage umzukehren, wo ich das Gefühl hatte, war, dass natürlich, wenn wir auf dieses Dreieck zurückgehen, die Shoah hier eine ganz andere Rolle spielt. Das Interessante an der Arbeit mit anderen Gemeinden war, dass man aber diese Faktoren natürlich komplett vermischen konnte. Also bei der Arbeit mit der Roma und der armenischen Community ist uns aufgefallen, dass, wenn wir mit der Roma-Community gesprochen haben, dass da vor allem die Diskriminierungserfahrung bindendes Glied war, also dass man vor allem über den heutigen politischen Aktivismus, über Aktivismus für Menschenrechte sprechen wollte. Und wenn wir mit der armenischen Community gesprochen hatten, dann war vor allem die Genoziderfahrung zentral. Aber das eben in einem ganz anderen und unbekannten Raum. Interessant war es dann übrigens auch zu sehen, wie die jeweiligen Cliquen untereinander miteinander umgegangen sind. Also deutsche Roma mit deutschen Armeniern, mit deutschen Juden und Jüdinnen. Ja, also ich gender jetzt mal zufällig. Das war wirklich spannend. Das war wirklich spannend. Wir haben uns immer natürlich in jeweiligen politischen Diskursen gefunden. Es kann dann, welches Land akzeptiert jetzt welchen Genozid und wie wird auch miteinander umgegangen. Aber wenn wir spezifisch deutsche Dinge festmachen sollten, dann ist es mit Sicherheit die Rolle, die eben die Shoah in diesem Kontext spielt. Ansonsten auf europäischer Ebene erschreckend gleich. Wenn es um diese Frage geht. Und das muss man also wirklich auch nochmal sagen. Die OSZE, der Council of Europe, also der Europäische Rat, die Europäische Union, also ziemlich alle großen europäischen internationalen Institutionen versuchen gerade, Coalition Building in irgendeiner Form auf die Agenda zu setzen. Und es gibt da ganz spannende Projekte und so weiter. Aber was wir eben mit dieser Arbeit ganz schnell erkannt haben, also plötzlich haben wir bei der UN gesprochen und so mit der Arbeit, wir dachten uns, warum passiert das? Es machen halt wirklich kaum Leute auf irgendwie internationaler Ebene. Und wenn es passiert, dann meist nur auf regionaler Ebene. Und da war dann der Gedanke irgendwann, okay, wir haben jetzt so ein Netzwerk gebildet, lass uns die Leute auch wirklich miteinander vernetzen, damit es nicht nur so sprunghafte Initiativen sind, sondern damit das Ganze auch ein bisschen nachhaltiger wird und in die Richtung geht. Und da ist der Entscheidungsprozess, stimme ich zu, absolut wichtig. Also konsequent haben wir uns gefragt, ist es top-down oder ist es bottom-up? Daran ist das Ganze fast zerbrochen, ja, also an genau dieser Frage, wie treffen wir Entscheidungen im Namen aller und... Okay, danke. Wir haben noch weitere Fragen. Jasmin? Ja, vielen Dank für diese spannenden Einblicke, die ihr schon gegeben habt. Ich möchte eine Frage stellen, so ein bisschen
einerseits verstehe ich total das Genervtsein, wenn es darum geht, diese Anrufung von außen und ständige eben Konfrontation mit der Frage Israel-Palästina, Nahostkonflikt. Aber ist es nicht auch so, dass das letztendlich eine der Kernfragen ist, an denen Allianzen auch immer wieder letztendlich scheitern? Und ich nehme jetzt mal gar nicht jüdisch-muslimisch, ich nehme mal den Black-Jewish-Dialog in den USA zum Beispiel. Im Moment ganz aktuell gibt es ja gegenüber Black Lives Matter Antisemitismusvorwürfe, weil es da wiederum eine Solidarisierung mit der Palästina-Frage, es gab eine Delegation, die nach Palästina gereist ist und so weiter. Die Frage, also das Mikrofon wechselt immer, ja. Die Frage wäre für mich also, inwieweit ist es vielleicht auch wiederum eigentlich ein Privileg, wenn man sagt, ich will mich zu dieser Sache nicht äußern, weil letztendlich ist es das, wo soll man sagen, letztendlich führt es doch immer wieder auch auf diese Frage zurück. Und die jüdische Community in den USA ist ja zum Beispiel sehr gespalten über der Frage, wie man jetzt sich gegenüber Black Lives Matter positionieren soll aufgrund dieser Entwicklung. Also vielleicht nochmal so ein bisschen den transatlantischen Blick auch erweitern. Aber ich glaube, letztendlich spielt das hier auch für unsere deutschen und europäischen Diskussionen auch eine Rolle. Genau, das ist die eine Frage. Und die zweite, ich würde gerne nochmal ein bisschen den Aspekt der Symmetrien und Asymmetrien, also in Dialog treten, Allianzen bilden und so weiter, hat auch sehr viel damit zu tun. Du hast es angesprochen, Benni, wer spricht für wen oder wer kann für wen sprechen, auch für Sprache als sozusagen Vorgang. Ist es auch ein Zeichen der Normalisierung, dass andere Minderheiten auch verstärkt für sich selbst sprechen wollen und das vielleicht sozusagen etwas, was es in Deutschland gegeben hat, in Post-Holocaust-Deutschland sozusagen, so ein besonderes Gewicht der offiziellen jüdischen Stimme? Also ich erinnere mal an die Beschneidungsdebatte und die Frage, wer saß eigentlich mit wem gerne in einem Boot in dieser Debatte und wer hat von wem da wie profitiert? Also das sind ja alles so Fragen, wo es auch um Fragen der Symmetrien und Asymmetrien geht, die auch einen wichtigen Rahmenbedingungen von Allianzbildung darstellen. Ich finde diese Frage wahnsinnig spannend. Jasmin, es ist gut, dass du das anfängst, weil dieses Allianzen immer ja auch mitdenkt. Und wer bekriegt sich eigentlich? Oder warum bekriegen wir uns schon wieder, wir Minderheiten? Auch während der radikalen jüdischen Kulturtage mussten wir halt irgendwie gucken, von wo kommt eigentlich die Kritik und warum? Was ist der Ursprung der Gegenbewegung? Weil das eine ist der Klassiker, die Teile- und Herrschepolitik der Mächtigen, gut, die müssen wir jetzt hier nicht besprechen, aber dieser transatlantische Blick ist deswegen für mich persönlich auch so wichtig, weil James Baldwin mein großes Vorbild ist und auch er hat ja viel Antisemitismusvorwürfe einstecken müssen, hat sich dazu sehr viel geäußert und ich glaube, es ist eine sehr alte Geschichte. Können mich gerne korrigieren und ergänzen, ich bin da nicht Profi, aber von dem, was ich weiß, ist, und das ist nicht zuletzt in dem neu erschienenen Jay-Z-Album ja Thema, wo er rappt als schwarzer Musiker, warum Juden das ganze Eigentum von Amerika besitzen und beherrschen. Das ist ihr Weg aus der Unfreiheit. Und das hat natürlich eine riesige Antisemitismusdebatte losgelöst, die ich total produktiv finde. Ich habe mich zuerst auch erschrocken, dachte, muss das sein? Und dann, okay, lass uns jetzt reden. Und ich glaube, ich finde James Baldwin, also wenn Sie wirklich gute Literatur dazu lesen wollen, wie man aufwächst in diese Teil- und Herrschepolitik. Ich finde, Baldwin schafft es am besten, die Erfahrung eines kleinen Jungen in Harlem zu beschreiben, wo er sagt, wir waren nicht gegen unseren Vermieter, weil er Jude war, sondern weil er uns scheiße behandelt hat. Aber ja, mein Vater kam aus der Kirche und hat auf den Juden geschimpft. Und er beschreibt halt diese Dynamik von Antisemitismus, finde ich sehr eindrucksvoll, weil sehr ehrlich. Das sind Fakten, mit denen wir leben müssen und müssen uns angucken, woher das Problem kommt. Ich finde, bei diesen ganzen Diskriminierungsdebatten reden wir viel zu wenig über Klasse und das Kapital, was diese Trennung einfach hervorbringen will, das ist ganz klar, das ist nicht Thema dieses Panels, das sind noch mal mindestens 2 bis 5 Stunden, die wir darüber sprechen müssten. Aber ich finde auch da, in US-Amerika ist das eine, aber das erleben wir ja auch hier. Oder die Linken gegen die Juden, das kennen Sie auch. Ah ja, bei der Linken sind alles Antisemiten. Oder ach so, ja, wenn rechte Zeitungen wie, also
Sie wissen schon, konservative Zeitungen wie Die Welt über die Juden schreibt, wird sie auf jeden Fall gut schreiben. Es gibt ja so ganz klar so Positionierung von wegen, die Geschichte ist schon geschrieben. Und wir können im Grunde genommen nur entweder abnicken oder Schulterzucken. Ich glaube, dass wir können uns befreien von dem Zwang, was zu Israel zu sagen, es sei denn, wir wollen was dazu sagen. Es sei denn, ich meine, ich glaube, es gibt ganz viel dazu zu sagen, nur ist niemand zu verpflichtet durch den Stempel Jude. Und ich würde gern... okay. Und ich glaube, dass, also es gibt immer wieder so Fragen an mich wegen BDS zum Beispiel oder wegen Kate Tempest oder ich finde, dass halt, das sind vielleicht wahnsinnig wichtige Debatten. Die Frage ist, warum wird gefragt? Und in diesem Raum können wir das, glaube ich, viel offener besprechen, als wenn ein Journalist sagt, sag mal schnell, was du zu BDS und der Volksbühnenbesetzung denkst. Damit ist ja ganz klar, was von mir gewünscht ist. Ich soll den Juden spielen. Und von dem können wir uns befreien, glaube ich. Das geht. Maybe I'll add. So, I think that Black Lives Matter as an activist, they have a critical point of view. So I guess they also can criticize the situation in the Middle East. We have to be very, very fragile and look to sensitive to the question whether criticizing on Israel is anti-Semitic. It can be used both. We have to check. I mean, once I got a book about Malcolm X from a Jewish friend in the USA, so he wants me to know how much anti-Semitic he was, Malcolm X. But I found a lot of courage from his identity, and I wrote a thesis about Malcolm X and Spike Lee. About symmetry and asymmetry, I think. We have to listen to the voices and to learn about all the power relations in an event that, for instance, in Poetic Hafla that I'm doing. So the next one after the one that is going to be in 2 days is going to be only women, because we want to celebrate this the culture and also the queer. All the queer culture here is very progressive, so I guess it's also got into our event, and I think through words you can break asymmetry and symmetric power relation. I'm not going to deny that even now we can ask, would they invite an Arabic Israeli that lives in Berlin to talk about Jewishness, because he's also part of the Jewish culture in Israel, because Israel is a Jewish country. So we can ask why there isn't a voice, but I'm happy that already this panel is already so diverse. I'm learning a lot. So thank you for the question. You want to add something? Ja, danke, dass du das erwähnst mit den USA, mit dem Black Jewish Dialogue. Also für mich ist, ich habe mich schon immer sehr für Geschichte interessiert, und es ist so faszinierend, in der Geschichte der USA einzutauchen und zu gucken, was es da für Allianzen gab zwischen schwarzen und jüdischen Gemeinschaften. Und ich habe hauptsächlich darüber erfahren, über eine jüdische Zeitschrift, die heißt Jewish Currents. Die hat sich jetzt ein bisschen in eine andere Richtung entwickelt, aber eine Zeit lang haben sie oft Features gemacht über die Geschichte darüber, wie halt manche jüdische Leute sich eingesetzt haben gegen Segregation und wie wiederum auch schwarze Leute versucht haben, sich für jüdische Themen zu sensibilisieren. Und ich glaube, die Frage ist auch, ja, also wo kommt diese Frage her? Das fand ich sehr wichtig, dass du das highlighted hast. Also ja, wir können Äußerungen machen zu internationaler Politik und zu Israel, aber wie Mariana das eben gesagt hat, frage ich mich auch erstmal, was ist die Motivation von der Person gegenüber, die fragt. Und was Black Lives Matter angeht, oder ich bin mittlerweile, ich habe sozusagen fast ein Bein in New York und bin sozusagen zwischen Berlin und New York, und ich erfahre da auch sehr starke Solidaritäten, also sowohl das Land oder die Stadt auch so stark segregiert sind, erfahre ich manchmal ein Empowerment von Leuten innerhalb von Communities und unter Communities, was mir schwerer ist zu finden hier in dem Kontext. Und ich glaube, dass es verschiedene Gründe hat, und das meine ich jetzt nicht bewertend, aber
ich glaube, dass vielleicht umso mehr die Gesellschaft, also umso mehr der Kapitalismus sich ausgebreitet hat sozusagen, desto verpflichteter waren manche Menschen oder Communities zusammenzuhalten. Also ohne Allianzen wären manche Menschen gar nicht mehr da in den USA. Und es ist wichtig, dass wir uns das auch hier klar machen in den deutschen oder europäischen Kontexten, weil wir sprechen hier von Allianzen zwischen Minderheiten. Aber für mich, wenn eine Gruppe von weißen, älteren Cis-Hetero-Männern an einem Tisch sitzen und planen, wie sie die Stadt aufteilen, zum Beispiel in verschiedenen Bauten oder deren Kapital aufteilen, was sie machen, ist eigentlich auch eine Allianzbildung. Und sie halten zusammen wie Pech und Schwefel. Und vielleicht sind sie auch nicht alle einverstanden. Vielleicht haben die verschiedene spirituellen Praktiken und vielleicht liebt der eine seine Frau und hält nichts von offener Beziehung und der andere findet, dass offene Beziehung die Zukunft ist. Und eigentlich können die sich auch ganz viel zerstreiten an dem Tisch. Aber wenn es darum geht, darüber nachzudenken, wie sie weiterkommen, überlegen, weiterhin sich ausbreiten, ihre Macht verteilen, dann werden die zusammenhalten. Und wenn sie vielleicht in unserer Gegenwart oder von anderen Menschen Gegenwart sind, werdet ihr nicht beobachten, dass sie sich zerfleischen. Bestimmte Leute, die vielleicht die Macht besitzen in dieser Gesellschaft. Und das ist ganz wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, um zu verstehen, wie du sagst, es gibt diese Teile und Herrsche. Und wie können wir immer wieder versuchen, uns nicht gegeneinander ausspielen zu lassen und zu verstehen, die Allianzbildung bedeutet nicht, wir müssen über alles einverstanden sein, aber ohne kommen wir einfach nicht weiter. So, kann ich auch noch einmal kurz, wirklich, ich fand die beide Punkte auch extrem wichtig aus vielen Gründen. Bezüglich der Asymmetrie, das hat bei uns eben auch zum Beispiel eine extrem große Rolle gespielt in der Arbeit mit der Roma-Community, wo über also Vertreibung gesprochen wurde, dass Familien in Cluj, erinnere ich mich, die also auch noch Youth Capital war 2014, wo 114 Familien vertrieben wurden aus der Stadt und auf einer Müllkippe wohnen mussten und im Stadtzentrum der Council die Jugendhauptstadt gefeiert hat, ja, mit hunderttausenden Jugendlichen. Was vielleicht gesagt werden muss, als ich eben meinte, dass mich das so genervt hat, auf vielen Konferenzen zu setzen, über Antisemitismus zu sprechen, mit Juden über Juden, war eben ein Resultat dieses Gedankens auch, also klar, ein Frust darüber, dass da eine, ich hatte das Gefühl, eine gewisse Empathielosigkeit gegenüber der eigenen Situation bestand. Als ich nach Brüssel gekommen bin, das war 2 Monate bevor dieser Lockdown war, 3 Monate später waren die Attacken, unser Büro wurde 4-mal geschlossen in der Zeit, wir hatten Soldaten vom Büro stehen, wir hatten Panzerglasscheiben da drin sitzen. Ich hatte 2 Monate, nachdem ich da angefangen habe zu arbeiten, eine Mutter, die mich angerufen hat und mir gesagt hat, sie will nicht, dass ihr Sohn bei uns im Büro sitzt, weil der von einer Fensterscheibe sitzt, von einer Fensterfront, die nicht gesichert war. Und da dachte ich mir irgendwie auch, also so, was soll das? Also warum ist das Alltag? Und wir haben also vor unseren Augen gesehen, wie das zum Alltag wurde, dass wir ja nicht arbeiten, also wirklich wortwörtlich nicht arbeiten konnten, uns nicht frei bewegen konnten, das Haus nicht verlassen durften aufgrund der direkten Gefahren in Brüssel. Aber aus genau dieser Frustration heraus kam eben auch nur wieder der Weg zurück zur Allianzbildung, weil man gemerkt hat, es geht anderen Menschen in Europa genauso. Und wir können nicht konsequent Empathie einfordern, wenn wir sie nicht eben auch gegenüber anderen besitzen. Das ist vor unseren Augen in Cluj passiert. Wir waren auf der Demo dabei, auf diesem Marsch. Und das hat uns alle einen Dreck interessiert, dass da Leute, wir haben es nicht gewusst, bis Monate danach, dass da Leute auf eine Müllkippe vertrieben wurden, damit wir da unsere tolle Demo haben können. Ja? Also worauf ich hinaus will, die Empathielosigkeit, die uns gegenüber, ich glaube bis heute, also das muss auch nochmal gesagt werden, wenn wir über dieses Dreieck sprechen, nur weil wir sagen, wir müssen, oder wenn ich sage, wir müssen darüber also nicht immer sprechen oder anders sprechen, heißt es nicht, dass das nicht durchaus große, große Probleme sind in Europa. Wir müssen eben nur anders darüber sprechen. Und die Frage ist auch, wo und wie wir darüber sprechen. Und eben mit wem. Also worauf ich hinaus möchte, ist jedenfalls, dass wir eben dachten, es gibt so viele andere Communities, die alleine am Tisch sitzen und wir lassen sie dort alleine. Und das war nicht immer so. Und ich hatte das Beispiel mit der ADL genannt, gerade auch in den USA, war das, also dass heute Juden in den USA sich selbst, aber vor allem von der Gesellschaft, als weiß definiert werden.
und dadurch auch in der Critical Whiteness eben plötzlich in einer ganz anderen Kategorie landen und eben Asymmetrien plötzlich eine riesige Rolle spielen. Klar, weil man sagt, Juden wählen fast wie Weiße, das ist die assimilierteste Gruppe amerikanischer Wähler, bla bla bla. Und plötzlich kam Trump. Ja, Eric Ward, der von Black Lives Matter ist übrigens, hat einen Artikel geschrieben zu genau diesem Punkt, der intrinsischen Verbindung von weißem Nationalismus und Antisemitismus. Und deswegen der natürlichen Verbindung, die es geben sollte und auch immer gegeben hat zwischen diesen Verbindungen. Israel als Punkt, ja, ist eine Bombe. Also bei uns in Projekten hat es teilweise Projekte zerrissen. Wir mussten halt irgendwann, wir kamen zum Punkt, wo wir gesagt haben, okay, entweder treffen wir die aktive Entscheidung, dass wir gar nicht darüber sprechen, oder wir sprechen darüber, aber dann richtig. Und dann schließen wir uns in den Raum und wir verlassen diesen Raum nicht. Und es hat wehgetan und da wurde geheult. Und aber auch das waren eben wichtige Erfahrungen. Bezüglich Asymmetrien, letzter Punkt. Mich hat es unglaublich gestört, als weiß definiert zu werden von Leuten, die Critical Whiteness befolgen. In meinem Fall ja auch nicht zutreffend, weil, also tunesisch, was? Also sehe ich aus wie, also als ich das erste Mal durch den Brüsseler Flughafen gegangen bin, nach diesen Anschlägen musste ich 16 Mal meinen Pass zeigen. Da war der Bart auch noch ein bisschen länger. Ja? Also worauf ich hinaus möchte, ist, dass das Problem mit Asymmetrien ja auch ist, dass sie innerhalb von so einer Allianz ganz schnell entstehen können. Also wir hatten zum Beispiel so eine Brainstorm-Session eben bei diesem Europe of Diasporas und plötzlich kam von der Roma-Seite der direkte Einwand, ja, aber ihr habt halt eine Organisationsstruktur. Ihr habt halt Gelder. Bei uns, wir sprechen über Schulbildung, wir sprechen über fließend Wasser, über so Punkte. Und das wurde auf der einen Seite in meinen Augen nicht immer voll erkannt, aber auf der anderen Seite hat das eben auch zu einem ganz anderen Diskussionsfluss geführt. Also Black Lives Matter als perfektes Beispiel. Der Grund, warum so eine Diskussion um diese Bewegung überhaupt erst entstanden ist, war, weil es nicht genug jüdische Stimmen gab, die sich von Anfang an solidarisiert haben und das hätten sie tun sollen. Dann hätten wir diese Diskussion heute gar nicht geführt. Und wenn wir uns eben auch nicht mit diesem Punkt, wenn wir uns da nicht endlich offen positionieren und auch sagen, hier müssen wir diskutieren und hier stehen wir aber bei euch, dann wird es nur weiter dazu führen, dass jüdische Stimmen aus diesem Menschenrechtsrahmen, und das passiert mir wirklich häufig, rausgedrängt werden. Und dann wird es wirklich gefährlich. Da sind wir jetzt schon auf Dinge gestoßen, wo dann auf einer Menschenrechtsdemo, ne, also habt ihr ja mitbekommen mit der Queer Israel-Flagge, die dann plötzlich nicht mehr gehisst werden darf auf einer Demo, weil Zeichen zionistischer Unterdrückung und pipapo. Ja, also plötzlich erinnere ich mich, ich war auf einem Seminar zu Menschenrechts-Education in Schulen. Und dann wurde mir von einem Menschenrechtstrainer des Council of Europe gesagt, dass die jüdische Community in Europa reich und gebildet ist und deswegen nicht in bestimmten Punkten mitreden darf. Ja, und das ist, also insofern mit Asymmetrien habe ich ein gespanntes Verhältnis dazu, weil ich mit Critical Whiteness wirklich schlechte Erfahrungen gemacht habe und Leuten, die es falsch verstanden haben und falsch ausgelegt haben. Es zeigt nur nochmal, wie wichtig es ist, das auch in die jüdische Community zu bringen und auch weit aufzubauen. Okay. Matteo wanted to add something. So in 2007, I was part of a group called Guerrilla Culture, which is poets and artists to do solidarity acts with workers who strike. So we did a solidarity act with different conflicts when they strike all over Israel, lower class people, and we got a lot of criticism that maybe we just want to read the poems in front of them and we're using them for our art. But we used to talk with the union coordinates and with them together at the phone, and they asked them if they want us to help them and to read the poems, and then all the media comes and it was a kind of a performance, and they said yes, please come. And we started that in the minority of Israel. Like, we went all over Israel, Arabs, Jews, Ashkenazi and Mizrahi, and in factories. And then after a while, it changed. Not only the poetry scene came, Ars Poetica, for instance, that we politicized the poetry scene, but also there came the big demonstration of 2011, which is 100,000 and half a million people in the streets were marching. And when people looked for the who started that, they came to us because we did it in the poetry and we did the solidarity. And what my answer to you about solidarity, yes, the hegemonic and the
powers, the white powers are doing their sort of their alliance. But I think we have to talk with the transparent, and we don't have to listen to the criticism around us. But we have to if the people who is transparent to the media and to the symbolic capital and who wants to have this power of culture together, you have to come and take off. We went out, we used to have like a really a secure place in these places, in museums, and but we said no, we have to go to the real fights outside and use the megaphone. And so they said yeah, please come, and we came and we make a change. Sometimes we won, sometimes we lose, but this is the most important thing, is the people without voice. If they want you to come, you have to come. You have to go out of your privileged places, and something strong happening in this meeting. Okay, thank you very much. Vielen Dank. Die Zeit ist leider fortgeschritten. Ich würde mich jetzt herzlich bei euch bedanken auf dem Podium. Danke, Benny, Sascha, Marti und Laila. Wir haben heute Dinge hinterfragt, wir haben sie nicht für selbstverständlich genommen, wir haben uns über Allianzen nochmal unterhalten, uns gefragt, ob das etwas Neues oder Altes ist. Wir haben Brücken geschlagen in die USA, nach Israel, in die Türkei, nach Europa, und der Abend ist noch nicht vorbei. Es gibt einen wunderbar bestückten Büchertisch auf dieser Seite. Draußen gegenüber ist eine Ausstellung, eine Lichterausstellung. Sie sind herzlich eingeladen, teilzunehmen an der Eröffnung. Und nehmen Sie das Thema Allianzen mit, genießen Sie den Abend und kommen Sie wieder. Auf Wiedersehen.